Leute rum, die etwas älter sind als ich, die laufen hier schon ein paar Jahrzehnte rum und ich glaube, dass sehr viele Leute sich indirekt viel bei denen abgucken und ich glaube, das macht das stark, dass da Leute dabei sind, die wirklich auch viel aufgebaut haben und wissen, woher sie kommen, worüber sie sprechen, was sie gemacht haben. Das sind auch die positiven Hintergründe, dass Logistik in Hamburg 10 Jahre so erfolgreich betrieben wird. Ich freue mich natürlich wieder, viele Weggefährten zu treffen, viele Menschen, mit denen ich seit vielen Jahren irgendwo beruflich oder menschlich verbunden bin, die heute Abend mit hier sind und auf die guten Gespräche dabei. Hier ist es immer von einer hohen kameradschaftlichen und offenen und auch tatsächlich zielführenden Vorgehensweise getragen. Und deswegen komme ich auch hier ganz ehrlich gesprochen sehr gerne her. Die Gespräche stehen eindeutig im Vordergrund und das ist auch das, was so einen Abend ausmacht. Und das ist ganz wunderbar. Man trifft Leute, die man kennt, aber man trifft auch immer wieder Leute, die man vorher noch gar nicht kennengelernt hat. Und das ist schon sehr bereichernd. Ich bin eine Palette und muss nach Hamburg, suche einen Zug. Und Herr Arnold hat den Zug gemacht. Ich war Container. Ja, dann war ich ein Schiff Richtung Antwerpen. Ich war ein Schiff, genau, was einen Container sucht. Ah ja, dann war ich der Container, also andersrum. Das ist eine super Veranstaltung. Finde ich gut. Wir haben uns gefunden über, über das letzte Sommerfest. Genau, das letzte ins Wasser gefallene Sommerfest. Wir sind Marktbegleiter und vernetzen uns gerade witzigerweise. Genau, so ein bisschen. Ja. Nette Gespräche, geniale Atmosphäre, schönes Wetter. Jetzt kommst du. Was soll ich da noch hinzufügen? Das ist genau das, was es ausmacht. Man kann Feierabend mit ein bisschen Arbeit verbinden. Das ist eine schöne Geschichte.